beim Odem der Bären. Das wusste ich nicht. Ich nehme den Stahl, aber die Jotun sind euer Problem. Obwohl ich jemanden wüsste, der vielleicht helfen würde. Kennt ihr Erste Galkin? Groß, schön, reist mit einem stattlichen schwarzen Wolf. Hat einen der stärksten Schergen des Eisdrachen getötet. Natürlich, ich habe an ihrer Seite gegen Isormir gekämpft und bei mehreren Bierräten von ihren Taten singen hören. Sie könnte uns helfen. Ich will ja nicht tratschen, aber man hört, sie habe seit der großen Jagd ein ziemliches Interesse an euch. Mhm. Interesse an mir? Wieso? Na, guck dich doch mal an. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Vielleicht habt ihr sie beeindruckt. Wie dem auch sei, redet mit ihr über diese Jotun. Sie hilft euch sicher. Ein Interesse also. Mhm, mhm. Wir sollen Jotun. Oh, wo sollen wir hin? Oh, hier runter. Na komm, auch hier mal porten. Auch wenn ich das persönlich ein bisschen scheiße finde von dem Spiel. Das ist einfach nur zu extreme Faulheit, aber naja. Nutzen können wir es ja trotzdem. Sogar an der Seite der Stadt kann man gehen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So. Jetzt muss man mehr die Minimap benutzen. Die ist unten rechts, falls ihr nicht wisst, wo sie ist. Und ja, die benutze ich fast nie. Und hier auch. Oh, und? Was ist das? Eislindwurm. Mir sind, glaube ich, so viele Spieler an. Weshalb ich nicht gleich in die Spielwelt komme oder so. Ach so, hier. Fortsetzen, ja? Distanz betreten. Oh, das ist die. Die hat Interesse an uns. Naja. Ich bin ja nicht so ein Fan von der. Ja, Setta Klingenstark. Oder Setta. Setta Klingenstark. Ihre ewige Reise hat erst dann ein Ende, wenn der Mesma Schwarzherz erschlagen und ihre Liebe gerecht ist. Möge sie eines Tages endlich Ruhe finden. Beim Schnabel des Raben. Oh, das sind alles. Was redet ihr da? Sie ist unglaublich. Sie ist makellos gearbeitet. Ihr Talent stelle ich ja nicht in Frage, nur die Wahl des Modells. Dieser Trampel verdient kein Denkmal. Was ist denn gegen ihn? Eios. Kunstfertigkeit steht außer Frage, aber ihre Motivauswahl macht das Ganze zunichte. Ihre Werke sind meisterhaft gearbeitet, aber hässlich bleibt hässlich. Interessanter Gesichtspunkt. Helden sind eben nicht mehr das, was sie immer waren. Am Lagerfeuer sagte Aya dasselbe. Wenn sie jemanden findet, der würdig ist, würde sie sich eine Statue schnitzen, die in der großen Hütte aufgestellt werde. Danke für die Auskunft. Na, da kommen wir auf jeden Fall rein. Aber wer ist das denn? Brauthander Halbwahn, Erfinder des Bärenbraunbiers. Zitat, die Brauversuche 1 bis 94 waren pures Gift, aber Nummer 95 bei der Bären, das war's. Aha. Die kleinen Wichte sind extrem cool. Snuff. Snuff ist ein cooler Name. So, hier drin ist sie. Was sind das, Taverne wieder? Halt still, Garm. Du weißt doch, ich kann nicht richtig arbeiten, wenn du so zappelst. Ach, dieser Stein ist nicht gut. Das wird nie... Was ist, Garm? Kommt da jemand? Na schön, lassen wir diesen Stein liegen. Vielleicht ist der nächste Stein besser. Das ist immer cool. Hallo, Hüschen. Schön, euch hier zu sehen. Hallo? Es ist gut, euch wiederzusehen, Bezwinger. Ihr wirkt besorgt. Was ist passiert? Ich war in den Jotunhöhlen bei Grawlenfjord. Sie beten dort den Altdrachen Jormag an. Den Jotun ist viel an ihren alten Sitten gelegen. Sie würden niemals Jormag huldigen. Es sei denn... Was wisst ihr über die Söhne Svanirs? Ich weiß, dass das die Idioten sind, die den Eisdrachen als einen Geist der Wildnis verehren. So ähnlich wie diese Jotun, wie ihr ja gesehen habt. Es muss eine Verbindung geben. Bei Hirbards Lager halten sich Söhne Svanirs auf. Sie könnten etwas damit zu tun haben. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen, Bezwinger. Wenn ihr wollt, treffen Garm und ich euch dort. Mal sehen, ob wir beide die Svanir dazu kriegen, uns zu sagen, was da los ist. Klingt perfekt.
Erst der Galken und der Bezwinger des Isomir. Die Skalden werden generationenlang davon singen. Vorsicht! Skalden singen auch von Helden, die einen grausamen Tod gestorben sind. Aber mit der Hilfe des Wolfes werden wir ihnen etwas Besseres zum Besingen geben. Treffen wir uns dort. Okay, sie heißt Er. Sorry, wegen Eier. Haben wir schon Level? Oh. Präzision. Nehmen wir lieber die Kraft. Und wir kriegen... Okay, nichts Besonderes. Eine ganz besondere Eroberung. Level up. Fertigkeitspunkte und Hilfsfertigkeiten. Genau, jetzt haben wir hier zwei solche Punkte und können irgendwas freischalten, wenn wir Lust haben. Werft Bollas. Stoßt euren Gegner mit einem Tritt zurück. Gewährt euch und Verbündeten Wut Macht. Befreit euch und eure Verbündeten in der Nähe vom Zustand. Hebt Betäubung auf. So ein Banner ist auch cool. Adrenalin. Eine Eule, das will ich haben. Bestätigen. Ein anderer Weg. Und das kann ich hier draufziehen, oder was? Eule. Ah. Ja, wir hätten jemanden anvisieren sollen. Naja, egal. Gehen wir mal zurück. So, wir sind stehen geblieben beim Spenden. Spenden, finde ich persönlich, ist eine gute Sache. Man sollte aber immer an Organisationen spenden, wo man weiß, wo das Geld hinkommt. Wenn man an so riesengroße Organisationen spendet, ja, da weiß man nie, wo das Geld wirklich hinkommt. Wisst ihr, es gibt immer dieses, ich sag das Wort nicht gern, RTL-Spendenmarathon. Und ja, was RTL ist, wissen wir ja alle. Und ich glaube, bin mir da nicht sicher, dass wirklich alle Spenden, die da anrufen, wirklich in den Urwald getan werden oder was noch, was sie noch alles vor Werbung da einen aufklickern. Bin ich mir nicht sicher und da bin ich vorsichtig. Lieber spendet in einem Tierheim oder irgendwas anderes, wo ihr wisst, wo das Geld hinkommt. Auch noch in der Nähe sein. Ah, da kommen wir wieder raus. Okay. Da wisst ihr wenigstens, was ihr machen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr auch Decken habt, bevor ihr sie wegwirft. Ein Tierheim freut sich da ungemein. Das ist richtig extrem. Oder, keine Ahnung, alles, was ihr wegwerfen könnt, alles, was ihr vielleicht wegwerft, könnte gespendet werden. Außer irgendwie alte Plastikbüchsen oder keine Ahnung. Alles Mögliche. Oh, wir müssen hier runter. Kann man uns da wieder das... Ja, hier, machen wir mal. Wandererhügel. Jedenfalls, damit tut ihr auch schon was Gutes und wenn ihr das tut, denken vielleicht andere, oh, da muss ich auch mitmachen. Kann es sein, dass er der Einzige ist. Und bam, schon sind sie mehr. Nein, letztes Mal war ich schon bei dir. Ich komme diesmal nicht zu dir. Kind, und der Wolf ist da voll durch die Wand gespackt. So, wir treffen jetzt erstmal er. Ist auch ein ganz komischer... Was ist denn das? Ein Toter? Eine Kriegerin? Ach, lass mal liegen. Ein bisschen zu heldenhaft dafür. Und hier haben wir noch ein paar Sachen zu entdecken, aber ich glaube, das ist unten drunter. Wir werden jetzt mal rechts vorbeigehen. Vielleicht sehen wir doch noch was. Ah, doch. Auch einen Ausguck haben wir hier noch. Was seht ihr denn? Oho. Der Reiz des Abenteuers lockt uns in den Norden. Doch nur ein mutiges und wildes Herz überlebt außerhalb dieses heiligen Tals. Wenn ihr bereit seid, prüft euch am ungezähmten Geist der Häsin. Wenn ihr diese Prüfung besteht, habt ihr vielleicht das Zeug dazu, die Herausforderungen der Grenzlande zu überleben. Das hört sich ja richtig episch an. Wahrscheinlich ist das nur für Level 6 und so. So, dich haben wir auch angenommen. Und hier, das Herz haben wir voll. Irgendwie Maulwurf hat man letztens ja mal bei den Leoparden und so. Hier müssen wir hin. Das sind immer Feinde.
Event. Zelte, deshalb. Okay, wir müssen die Zelte zerstören. Ich sehe jetzt nicht wirklich ein Zelt. Meine vielleicht ein Drachenbanner? Nee. So ein. Attacke! Mein, zuerst töten. Und Instanz betreten.